Und da begrüßen wir euch zu Teil 33 hier bei Games und Gerstensaft Extrem mit Deadly Premonition. Und wir haben jetzt ein kleines Päuschen gemacht. Ihr seht es ja, wir haben beleuchtet, weil es draußen dunkel wurde. Und ich habe beleuchtet und Dominik hat Schnittchen gemacht. Ich habe mir ein paar Schnittchen gemacht. Weil Dominik hat Hunger. Ich habe so ein bisschen Hunger. Ne? Man kennt mich ja auch unter dem Namen... Der hungrige Dominik. Stimmt. Und ganz manchmal... Ganz manchmal nennt man mich ganz auch. Ganz manchmal. Studen-Andi, ne? Studen-Andi. Studen-Andi. Ja, gut, das weiß ich jetzt wieder nicht, was du damit meinst. Ist ja auch egal, Dominik, du musst trotzdem noch eine Aufgabe, und zwar auf das Knöpfchen drücken für die Spielaufnahme. Ja. Läuft! Ich hab das jetzt wirklich mit der Nase gemacht. Du bist so faul manchmal. Das ist so furchtbar. Wir sind drin im Spiel. Ich bin am Pad, deshalb kann der Dominik essen und ins Mikrofon schmatzen. Mm. Da freut er sich ja sehr. Ihr könnt so froh sein, dass es noch kein Geruchsinternet gibt. Denn ich esse gerade eine schöne Stulle mit Meerrettich. So, während Dominik hier isst, erkunde ich das Apartment von Thomas. Werde erstmal ab... Ja, ist gut. Sorry. Oh, lecker. Ich muss es ertragen, die Leute nicht. Ja, von daher... ich speichere hier und in der Hoffnung, dass Dominik über die Musik jetzt drüber schmatzt, hören wir uns nämlich mal an, was der liebe Thomas hier zuletzt gehört hat. Denn das ist uns, kommt uns relativ bekannt vor. Ja. Das ist das gleiche Lied, was Carol gesungen hat, als wir in der Bar waren. Ah. Und es singt anscheinend auch wieder Carol. Hat er das einfach mitgeschnitten? Oh. Ich könnte ja, Meredith könnte ich ja fressen, bis ich heulen muss davon, ne? Wahrscheinlich wirst du auch das gleich tun. Keks von Thomas. Den hat er irgendwo mal in so einem Schrank. Weil wir, das was, ist aber das Leckerste, oder? Genau, das ist das Beste. Das heilt uns nämlich und sorgt dafür, dass wir nicht mehr müde sind oder sonst irgendwas. Aber speichern. Weil als guter FBI-Agent macht man natürlich was? Man durchschreitet erstmal ein bisschen den erstmal plündern. Genau, durch das Apartment und guckt sich erstmal alles an, was hier zu sehen ist. Außerdem zieht man sich um in diesem Apartment. Vollkommen logisch, oder? Macht Sinn. Denn unser Anzug wurde ja gereinigt. Gut so. Unser cooler Anzug. Unser cooler Anzug, den brauchen wir jetzt. Wir müssen cool aussehen. Smooth. Wir müssen smooth aussehen. Und den können wir wieder in die Reinigung geben. Ja. Da haben wir uns jetzt mal einfach mal cool... umgezogen. Und hier hinten, ihr habt es schon gesehen, ist so ein rotes... Und das ist eine rote Perücke. Wozu der gute Thomas eine rote Perücke hat? Tja. Die unser Verdacht bestätigt. Bestätigt. Rot? Hatten wir einen Verdacht? Naja. Es war ja eine Frau zu sehen in unserer Profilerstellung, die wir jetzt nicht starten. Von Lidl. Mach mal wieder Werbung. Nee, der war nicht so gut. Wir müssen hier observieren. Nö, machen wir aber nicht, weil wir gucken uns weiter hier noch in der Wohnung um. Das muss nämlich richtig brennen. Von Thomas. Lutscher. Ey, wie hat das Spiel dich genannt? Mehr kannst du nicht tragen. Wir müssen wie gesagt alles hier durchsuchen. Das ist ganz wichtig. Hier ist nämlich auch ein... Aha! Ein Ausschlag. Ein uralter Plattenspieler. Der noch hat zwei einer. Davon. Ein Ausschalten. Wie macht man einen Plattenspieler an? Man klickt einfach drauf. Was hat hier Thomas alles noch so? Hawaii. Was steht da? Egal. Ground. Dieselbe Platte nochmal. Schön. Zigarette stark. Nehmen wir natürlich. Das wollen wir auch rauchen müssen.
Hier hat man schon geguckt, da war ja nichts mehr drin. So, dann müssen wir jetzt hier observieren. Obwohl, hier war noch eine Tür. Die kann man noch reingehen. Die Griffe sind auch auf der anderen Seite. Ah! Was ist da drüben? Es ist ein Schlüssel auch auf der anderen Seite. Stimmt. Ha! Hat jemand die Texturen falsch rum draufgelegt? Schuhe von Thomas. Es blieb keine Zeit. Das ist unser zweiter Hinweis. Das vom Regen? Wieder nicht. So. Ja, hier haben wir alles abgeklappert. Jetzt müssen wir hier observieren. Weil hier ist nicht... du das alles weißt? Ich hab das schon nicht vergessen. Oha. Nasse. Vor allem die Fotos, oder was das auch mal war, waren die vorher schon da? Der Täter muss im Zimmer gewesen sein. Müssen wir in die Spielaufnahme gucken, ne? Müssen wir in die Spielaufnahme gucken. So, jetzt haben wir alles gefunden. Es war jetzt nicht so viel, weil die Wohnung ist ja jetzt auch nicht besonders groß vom guten Thomas. Aber nach dem Showdown in dem Apartment des Verdächtigen sieht das jetzt nicht gerade aus, was er erzählt hat. Also eine wilde Schießerei gibt's jetzt nicht. Aber wir haben jetzt die Profilerstellung wieder. Mhm. Wird jetzt wieder eingenommen. Also der gute Thomas kommt nach Hause, macht ein bisschen auf Jesus, dann kommt der Raincoat Killer nach Hause und sagt, Schatz, ich bin zu Hause. Und ich zieh mir nur noch Schuhe an, Schatz. Genau, dann sagt der Thomas, ich zieh mir Schuhe an, meine rote Brücke auf und tanze ein bisschen. Für den Raincoat Killer. Was sagt das jetzt? Dass Thomas die Nutte vom Raincoat Killer ist. Sie ist, er ist auf jeden Fall Crossdresser. Und jetzt fliegt hier was durchs Fenster. Und er, I don't give a fuck. Thomas wants us to look around for him a bit more. So there's more to it. Kind of like the bonus footage on a DVD. I hope it's worth watching. Don't you agree with that? Ta-da! What was that noise? Damn it. We need to seal off all routes out of town. No need for that, George. Huh? If he was going to leave town, he would have done so by now. Mm-hmm. Which means he's still got some unfinished business. Also, Thomas ist unser Prime Suspect, unser Hauptverdächtiger. Denn er zieht sich gern die Frauen an und tanzt für den Raincoat Killer. Aber was macht denn ja nicht zum Raincoat Killer, ne? Ja, aber er kennt anscheinend die Identität des Raincoat Killers. Müssen wir ihn ausquetschen. Dann müssen wir uns Thomas schnappen. Und Katzenbells. Aber über Thomas hat man auch sehr wenig gehört erstmal. Ne? Wir wissen, er ist der Bruder von Carol. Mhm. Und arbeitet nach seinem Job als Hilfspolizist noch in der Bar. Ja. Und mixt da ein paar Drinks. Ansonsten war er nicht so über ihn. Ansonsten, und er backt gern Kekse. Sehr gute Kekse. Köstliche, ausgezeichnete Kekse. Boah, da schleppt der Bär in Grünwehl hier. Jetzt geht's ab. Komm, die Kamera ist hinterher. Sick Burnouts. Zach, do you think they heard what I said? Thomas isn't going to ah, work. Woher willst du das wissen, Francis York Morgan? Weil er es schon längst getan hat. That gives us plenty of time to find a way to view the bonus footage. Was ist das schon? Ist ja wieder Ende jetzt vom Kapitel. Ja. Jetzt wird es. Oh, guck mal, hier der Himmel tobt schon wieder. Grausames Gerät. Wo ist unser Auto? Also ich habe es, ich bin mit dem Jeep gekommen, ne? Keine Ahnung. Nein, jetzt ist unser Auto weg. Das ist ja nicht so geil. Das Auto steht woanders. Was steht da wieder? Oh, der ist aber auch. Den können wir nicht benutzen. Nein, jetzt ist unser Auto weg.
Oh. Ja, hier ist das. Das ist neu. Vorsicht. Ja, weil der Himmel so komisch ist wieder, ne? Ja, ja, wir nehmen den Jeep, der Jeep ist schneller. Ja, shit's going crazy. So, wir müssen erstmal. Gar nicht mehr so leicht, ne? Was denn? So. Okay, wir steigen in den Jeep. Kannst ja platt fahren dann, ne? Von der Sache her. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Zu dem roten, zu der roten Maschine. Ja! Das ist mir auch bewusst. Jo, gut. Lieber Dominik. Ah, Vollgas hier. Jetzt haben wir unseren guten, gutes Auto nicht mehr. Scheiße. Wo müssen wir hin? Alles nur, weil Emily ankam mit ihrer blöden Sheriffskiste. Ja. Und warum ist jetzt alles böse hier in Greenvale? Weil es Nacht ist. Und es regnet. Und weil es regnet. Bom! Wir haben gerade irgendwas überfahren. Yes. Gibt wieder Geld. Wegen Emily. Was ist denn wegen Emily? My first impression, we met her on that bridge. Wusste? Auf Brücke. Achso. Sie ist faszinierend, ja. Die gute Emily. She seemed interested in you. Zack. Just asking. Oh. Was ist jetzt los? What the fuck? Okay. Die gute Anna. Das ist Anna. Was macht denn die da in ihrem roten, nassen Kleid? Ja, ja, das ist meine Drogen, erste Reaktion. Aussteigen, wenn ich tote Personen auf der Fahrbahn sehe. Ja. Und vorher schon auf den Zombies überfahren. Ja. Erstmal lieber aussteigen und hinlaufen. Es ist immer sicherer. Ja. Alter, Alter. Anna! Vorsicht. Anna! Wo willst du hin? Warum sind hier böse Monster? Zombies. Ah, da ist er weg. Toll. Ist da umgefallen? Achso. Da hinten ist er! Ah, die kann sich beamen. Wenn er euch jetzt fragt, ey, warum fährst du nicht mit dem Auto? Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Dürfen wir echt nicht? Ah. Sag mal! Ist ja auch gut hier. Ja. So. Jetzt müssen wir dreimal um die Stadt laufen, wahrscheinlich. Ja. So wie man es kennt. Da hinten ist sie wieder. Beamt sie sich wieder weg, die gute Anna. Oh, ah, was ist das? Was ist das? Das sind böse Vögel. Vögel? Das sind böse, gemeine, Alter, vom Teufel besessene Vögel. Was? Da! Vögel. Jetzt kann ich mich gar nicht erinnern. Sieht gar nicht so böse aus. Aber sind sie wohl? Oh, hier, wie sie da. Wie ich ausweiche. Wie du das machst. Like a boss. Like a bird. Like a bird. Everybody heard about the bird. Da, 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 da. Vor allem, da ist eigentlich der rote Pfeil, aber die gute Anna, die sagt sich, fuck it, roter Pfeil. Nee, das ist die Nebenmission. Ach, das ist wieder die Nebenmission? Das ist der Tunnel, glaube ich. Da wieder. Monster. Da ist wieder der Anna. Anna! Was machst du für Blödsinn? Ja, sag mal, war die Hummeln im Hintern oder was? Das führst du uns einmal im Kreis. An der Nase her. Am Sheriff Department lang. Vielleicht ist sie jetzt Stadtführerin geworden. Und zu ihrer Linken sehen sie das Sheriffsbüro. Das ist schön. Und wenn sie mir weiter folgen, dann werden sie noch bescheuert. Da so, waren wir doch schon. Da waren wir, liebe Anna, da waren wir schon. Du bist keine gute Geisterfrau. So, wo rennst du? Stell dir mal vor, ein Stadtführer mit Alzheimer. Ja. Das wäre gar nicht mal so schön. Und jetzt, da waren wir schon, Anna. Kannst du uns bitte dahin führen, wo es sinnvoll ist? Oh, jetzt kommt wieder die Bitmesse. Ach, mein Gebaus wird hier ausgewichen. Oh. Weil, wenn einen die Vögel treffen, ziehen sie auch ein bisschen was ab an. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, aber die Leute vielleicht da draußen wissen das vielleicht nicht. Geht davon lieber mal aus. Alles will einen töten. Nur die liebe Anna, die will einem im Kreis rumfliegen. Ah, es geht gerade.
kurz uns noch ein bisschen erholen. Sonst sterben wir hier einen Herzinfarkt. Das kennen wir ja, ne? Wenn das Dartspiel mal wieder zu aufregend wird. Ja, wahrscheinlich hat sie einfach bloß vergessen, wo es lang geht erstmal. Wie Frauen nun mal manchmal sind. Ja. Wo ist jetzt denn? Wo steht sie denn? Da hinten. Oder? Wo? Oder ist sie da? Wo ist er? Ist da, ne? Aber hier ist Freddy das Feuerwehr, oder? Freddy! Oh, lang nicht gesehen. Toll. Wo ist sie denn hin? Ist sie hier? Anna, nein, ist sie nicht. Ah ja. Den müssen sie im Auge behalten. Ja, dann wie soll denn das gehen, wenn die sich unsichtbar machen? Und stattdessen werden wir gleich dorthin teleportiert, wo sie uns haben möchte. In ihrem roten, nassen Kleid. Ah, ist ein hübsches Kleid. Ich mag diese Art Kleid, mag ich sehr gerne. Trägst du jetzt auch? Ich trage sehr gerne Kleider. So klang das gerade. Also dieses Kleid, das an mag ich. Damen! Achso, ja. Ei! Oi, wer ist denn das? Nicht, dass ich irgendwelche... Guck mal, vor ihm unter Druck gucken. Oh oh. Der mag uns aber gar nicht. Oh, der genau den Fensterrahmen getroffen hat. Also super, hä? Stahlrohr übrigens, rostiges da, Rohr. Da ist der Raincoat Killer wieder unterwegs. Es regnet ja. Ja, stimmt. Langsam fügt sich alles zusammen. Es ergibt alles keinen Sinn. Kann das sein, dass ich immer die Action-Parts machen muss? Das möchte ich doch hoffen. Oh! Oh! Ich habe keinen Timer gestellt. Das ist schlecht. Dann machen wir jetzt nochmal 25 Minuten, damit du auch mit dem Action-Part zu Ende kommst. Ich glaube, da schleicht uns dann die Kamera aus. Na, ist egal. I almost became a goddess of the forest myself. Ja. Er wurde eine Göttin. Although I think the look might suit me. So viel zu dem Kleid. Ah, okay. Weißt du? What do you think, Zach? Das sind Gedanken, die würde ich jetzt ungern weiter nachgehen. Schön, schön. Oh, oh. Also den Schulterblick hat er schon drauf, ne? Wie so eine Diva. Wie so eine Diva. Und jetzt sind wir in der Galaxy of Terror. Das klingt doch mal schön. Das klingt richtig cool. Ein Ort zum Verweilen. Und zum Speichern. Ja, zum Speichern definitiv. Ey, ich hoffe, dass uns nie dieser Speicherstand abbraucht. Nie. Ist doof, ne, dass man nur einen hat. So. Wollen wir schlafen? Nö. Ach. Wollen wir in unseren Kasten gehen? Nö. Stattdessen zieh ich meine Waffe! Und ballern alle weg da. Los hier, wo sind die Schweine? Ist gar niemand. Oh, hier brennt's. Ja, ich könnte ja gerne durchs Feuer kommen. Ah! Ja. Ja, machen sie auch. Aber die verbrennen ja dann im Feuer. Genau. So läuft's ja mit den bösen Menschen, wenn die durchs Feuer gehen. Warum brennt das da jetzt nochmal? Oh, gruselig. Singt jemand? Schon wieder so ein Plattenspieler. Aber er dreht sich nicht. Und erstmal wieder wird geraucht. Erstmal eine rauchen. Haben gerade dem Tod ins Gesicht gelacht. Es wird geraucht. Klar. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Profiling, weil es halt wirklich vorangeht. Ja, wirklich. Wir sind dem Raincoat Killer so dicht auf den Fersen. Also apropos Fersen, da hat irgendjemand gerade was zertreten mit einem hochhackigen Schuh. Was ist das? Ist das eine Frage? Ich kann das nicht erkennen. Ich kann das diesmal wirklich nicht erkennen. Ja, ja, klar. Das ist doch hier, Bielefeld. Genau. Too much noise. Too much noise. You're still missing a vital piece of the puzzle. Ah. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeguckt, wie der Synchronsprecher von, also der Voice Actor von Francis York Morgan heißt. Jeff Kramer heißt der. Jeff Kramer? Jeff Kramer heißt der gute Mann. Was macht er sonst so? Auch nur Videospiele. Was macht er, also... Ich glaube, bei Metal Gear Solid... Schicken vom Land! Oh, mehr kannst du nicht tragen. Oh, können wir den gleich essen? Ja, wir haben noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Lutscher oder so. Naja, nee, wir müssen ja einen Slot leer kriegen, das heißt wir... Naja, wenn wir einen Lutscher essen. Ja, aber wir haben ja 8 Lutscher. Wir haben bestimmt nur einen Lutscher. Nein. Keks? Wie viele Keks haben wir? Wir haben
War ein Keks. 8 Kekse. Was war 2 Schokoladenkekse haben wir. 2 Kirschkuchen, ein Donut. Jetzt pfeifen wir uns einen Donut rein. Ja. Wir können uns auch noch mal einen Kaffee reinpfeifen. Ja, davon haben wir zum Beispiel auch nur einen hiervon. Genau. Und jetzt einen schönen Schinken vom Land aufheben. Jo. Schön Schinken vom Land. Unser bester Freund, der Schinken vom Land. Da ist er. Sieht er nicht schön aus? Ich könnte kotzen, so schön sieht er aus. Und hier hinten lag auch noch irgendwas. Rootbeer. Oh Gott. Schön noch ein bisschen Rootbeer genommen. Das ekelhaftste auf der ganzen Welt. Also ich weiß nicht, wie die das... Das Rootbeer. Ja gut, wenn du die ganze Zeit kein richtiges Bier schon mal schönere Tage gesehen. Kriegen kannst. Alles schon mal schönere Tage hier gesehen. So. Das heißt... Was da? Achso, schon waren wir, da schon. Das heißt, wir gehen... Bam! Oh. Lange Gänge sind nie gut. Bam! Oh, die Garderobe. Mal gucken, ob wir hier einen Hinweis finden. Mal gucken, ob wir einen Hinweis finden. Eine rote Tür. Oh, eine rote Tür. Und keine Tür, durch die wir durchgehen können. Das heißt, ein Spiegel, an dem man was sehen kann. Geh mal zu dem Spiegel. Da kommt bestimmt gleich der Raincoat-Killer. Wir können uns nicht observieren, aber wir können durch diese Tür gehen. Es war nicht ausgewählt. Aber das ist bestimmt sowas, das muss doch in jedem Horrorspiel. Guckst du in den Spiegel und hinter dir läuft der Raincoat-Killer lang. Egal, was für ein Horrorspiel es ist. Aber ich habe die dumpfe Idee, ich weiß, was jetzt kommt. Was denn? Ja, Emily? Ich weiß, was kommt. Emily? Nein. Nicht Emily. Nicht Emily. Ja. Aha. Ja, und los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Oh, da bricht wieder die Framerate ein und... Ah, ich krieg das, wenn ich das langsam mache, geht das auch. Hast einen ganz schönen Vorsprung, ne? Schieben! Das wird Quatsch, ne? Als würde der da nicht... Der macht ja erstmal die Mannequins platt. Na, hallo? Du bist schon fertig, hör auf. Ja, ich mach nix. Ja, er muss sie erst kaputt schieben. Er muss erst, nee, er muss mich erst einholen, der Raincoat Killer, damit es auch spannend bleibt. Ich glaube auch. Warum? Es wäre auch meine erste Wahl gewesen, da lang zu rennen. Wozu? Hör auf! Ich kann das auch ganz langsam machen, das ist gut. Ja, schieb das mal ein bisschen. Oh! Aber er wartet noch. Ausweichen! Er hat die Kiste kaputt gemacht. Ja, zum Glück. Hätte aber gleich machen. Guck mal, da machen wir gerade. Nein, nicht so langsam! Oh! Ach, wir haben doch eh Zeit hier, der. Er holt uns doch sowieso nicht ein. Oder eben gerade. Oder nochmal! Oh, ist das. Ah, es ist so spannend. Es ist. Oh, da hat er eine Abkürzung gekannt. Oh, puh, sind wir wieder durch. Oh Gott. Ah, jetzt ist das wieder. Was war? Atem anhalten? LT oder RT? LT. LT, gut. Links. Links. Das da. Weil. Ab in den Schrank! Er ist das. Wieder da! Verstecken wir uns, um Ärger zu vermeiden. Bloß kein Ärger machen. Oh Mann. Mm. Ach ja. Deadly Premonition. Du bist so toll. Was sagt der Timer? Hm? Sag doch. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Du kannst mich nicht ablenken. LT. LT. Ich kalt gedrückt. Links, Trigger. Aber das ist so geil. Das ist trotzdem nach dem dritten oder vierten Mal, dass ich jetzt spiele, durchspiele und nach dem vierten oder fünften oder zwölften Mal, dass diese Sequenz kommt, dass ich immer noch Angst habe. Das ist gutes Design, dass man trotzdem immer noch ein bisschen davor Angst hat, obwohl die Quicktime-Events ja wirklich die simpelsten der Welt sind. Ja. Aber wo simpel? Der ist ganz schön langweilig. Oh, jetzt atem anhalten. Was macht er eigentlich, wenn du den Atem anhältst? Hört er da oder riecht er da? Er riecht, weil ich mehr Rettich gegessen habe. Ah, gefährlich. Du hast so ewig Zeit für dieses Quicktime-Event, aber... Aber er steht auch mit eingefrorener Miene. Ja, ja, er ist halt voll cool. Er ist badass. Francis York Morgan ist voll cool. Was macht er denn jetzt?
Er geht einfach nicht. Geh doch bitte! Ja, muss mal die Tür aufmachen. Geh doch nach Hause! Oh, oh. Nein! Ich bin abgerutscht! Ah. Ich bin vom Trigger abgerutscht! Tür aufmachen, geh doch nach Hause! Nein! Ich bin abgerutscht! Piep, piep! Ey, ich bin wirklich vom Trigger gerade abgerutscht. Es tut mir leid. Ich habe wirklich gedrückt, aber ich bin vom Trigger abgerutscht. Und jetzt ist er da im Meerrettich-Atem gefolgt und hat dich... Oh, ist das schlecht. Ich kann ja nicht wiggeln. Ich wiggle mal prophylaktisch, aber... Aber wir sehen cool aus in unserem blauen Anzug. Oh, ist das schlecht. Es tut einem so leid. Es tut mir so leid. Oh, da sind die Ermittlungen gescheitert. Jetzt werden wir wohl nie klären, wer der Ringcode-Killer war. Gut, dass es Speicherpunkte gibt. Haben wir gespeichert? Ich habe gespeichert. Sehr gut. Das heißt, du darfst die ganze Sequenz nochmal machen. Das schaffst du noch. Wie viel haben wir denn noch? 4 Minuten. 4 Minuten? Wirklich jetzt noch? Das reicht dicker. Das heißt, ich schaff's nochmal. Diesmal wirklich nicht abrutschen, du darfst mich nicht ablenken. Ich mach nichts. Ja, ja, du. Linker Trigger. Nicht ja, vergessen. Ich bin abgerutscht, wirklich. Ich bin vom Trigger abgerutscht. Ja, ja. Links. Ich bin vom Trigger abgerutscht. Er ist wieder da! Verstecken wir uns, um Ärger zu vermeiden! Das ist das Dümmste. Ich muss jetzt den Finger wirklich... Kannst du es nicht die ganze Zeit gedrückt halten? Nein, das hilft nicht. Er braucht den Input nochmal. Oh, ist das schlecht! Ich hätte mich auch übrigens unter dem Tisch dort verstecken können. Nein! Ja! Nein, warum machst du das nicht? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Oh. Das wäre cool gewesen, ne? Wenn ich ja, den Tisch versteckt hätte. Ja, man sieht ihn ja gar nicht. Gar dann. Nicht, weil der Tisch ist ja so, hat ja auch eine Tischdecke drüber und solche ganzen Geschichten. Das erinnert mich an einen Klassenkameraden, der mal auf einer Klassenfahrt oder sich an den Tisch versteckt hat. Eine Kursfahrt, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Erzähl, die Leute wollen es wissen. Kennst du hier, der heißt auch Philipp, der Große? Ach der, ja. Der große und, Philipp. Also der hat, der ist sehr... Nicht ich! Nein, nicht Philipp. Er ist sehr durchtrainiert gewesen und der, dann haben, also ich war persönlich nicht mit dabei, aber die Leute haben auf dem Zimmer gesoffen, wie das halt so ist auf Kursfahrten. Ja, wie es so kennt von Klassenfahrten. Sex, und, Drugs und Rock'n'Roll. Genau, und dann kam irgendwie die Lehrerin rein und alle sind so in irgendwelche Ecken verschwunden und der Kollege hat sich, also wirklich ein Bär von einem Mann, hat sich unter so einem kleinen Tisch versteckt. Und ich schmück das gerne noch so ein bisschen aus, indem ich sage, dass er den Tisch quasi mit seinem Rücken noch angehoben hat. Ja, logisch, klar, aber der ist wirklich riesig, der. Also ich war es, wie gesagt, nicht. Ja. Aber ja, das war so, ein sehr schönes Bild. Jetzt nicht abrutschen. Jetzt nicht abrutschen. Ja. Wir müssen immer nur dreimal, oder? Ja, ich glaube. Sehr schön, ne? Also da muss auch schon der Alkohol zugeschlagen haben. Gerstensaft ist nicht in Ordnung, aber ich glaube, es ist noch ein viertes Mal. Ich reiche mich mal rein. War was Schlimmeres als Gerstensaft. Es war was Schlimmeres als Gerstensaft. Nicht, dass das schlimm ist. Naja, in Massen, sind alles in Maßen, in nicht Massen in Massen. Ist das nicht schlimm, aber in Maßen ist das gefährlich. Ja? Nee, in Massen ist es gefährlich. Nee, das stimmt schon. Oh. Aber der Rancor-Killer, muss man dazu sagen, er lernt auch nicht dazu. Nee. Bam! Wir wieder. Oh. Und dann hat er seine neue Axt wieder aus der Tasche gezaubert. Jetzt sucht er uns. Kann aber lange sein. So. Wollen wir den Schluss machen? Geschafft. Willst du dich erstmal erholen? Ja, wir müssen jetzt. Zack, this is a waste of time. Ich finde das so geil, wie er das immer sagt. This is a waste of time. Let's go. Das machen wir auch im nächsten Teil. Dann mit Dominik am Pad. Ach, Mist. Das ist dann Teil 34. Ich fürchte ja fast, dass der nochmal kommt. Ja. Ja. Dann gehen wir weiter durch die Galaxy of Terror. Also wie sich das Bar Galaxy of Terror. Dominik ist auch fertig mit Essen. Fertig. Das hat sich in diesem Teil dann auch damit erledigt. Es lag an dem Meerrettich. Er ist bis ins Spiel gedrungen und der Rancor Killer hat gerochen. Da sitzen doch zwei mit Meerrettich in dem Schrank da. Genau. Hat er uns entdeckt. Ansonsten haben wir erfahren, dass wir Anna, der Geistererscheinung der guten Anna oder Anna hinterhergelaufen sind. Wir sind bösen Vögeln ausgewichen. Like a Baus. Like a Baus.
Like a buyer aus. Ja, was sich jetzt weiter in der Galaxy of Terror verbirgt, was sich hinter dem Geheimnis von Thomas verbirgt, das werden wir dann in den nächsten Teilen wieder klären. In Teil 34 kommen wir der Sache wieder ein Stück näher. Klickt rein, liken, subscriben und kommentieren. Und lieber Dominik, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht's gut.